Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Cuphead. Das beschissenste Spiel der Welt. Nein, es ist wirklich, es sieht einfach phänomenal gut aus. Macht super Laune es zu spielen, aber macht auch, also man, der Rage-Level, der geht echt nach oben. Und wenn der Pro-Controller der Switch nicht so teuer wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich schon gegen die Wand gepfeffert. Aber die 70 Euro will ich mir gerne sparen, nochmal auszugeben. Deswegen geht's jetzt erstmal los. Wir gucken mal, was wir jetzt machen können. Wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen dieses Level hier gemacht mit Laufen und Rennen und Ballern. Und jetzt gehen wir hier einfach mal weiter. Was hat er denn zu uns? Was glotzt ihr so? Die Scharte? Ha! Ich kann nichts dafür. Ich musste die Casino-Schuldner abwehren. Jetzt muss ich sparen, um meine Klinge zu reparieren. Bitte helft mir, jemand muss diesen Königwürfel 1 auswischen. Was machen wir? Oh, da ist der Würfel. Okay. Und hier? Nella Nelke, wilde Flora. Puh, das klingt nicht gut. Wir gehen mal rein. Oh. Okay. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Aber wir werden es gleich sehen. Oh. Mein Gott, die schießt ein paar Samen, was? Andere Waffe nehmen? Besser. Okay, bis jetzt ist es nicht ganz so schwierig. Aber kommt bestimmt gleich noch. So, kriegst ein bisschen Gesichtsbrand von mir. Oh nein! Ah, ich darf nicht auf den Boden kommen, okay. Ach, Quatsch! Das war's? Heieiei, was ist denn da los? Das war ja mit. Also, das war mit der einfachste Gegner überhaupt. Also, muss man sagen. Da muss ich ein A für bekommen fast. Ah, okay. Ich habe ein paar Sachen eingesammelt. Aber das war wirklich leicht. Also sehr leicht. Eieiei, das habe ich damit noch nicht gerechnet. Zack, da können wir schon noch einen Gegner machen. Wie cool ist das denn? Gut. So, bin ich mal gespannt. Also jetzt müssen wir, glaube ich, alle, haben wir alle von der Liste jetzt erreicht? Ich weiß das gar nicht. Da ist eine Treppe. Nella Nelke. Seelenvertrag erhalten. So, gucken wir mal auf unseren Seelenvertrag. Tick, tick, tick. Also wir haben sie eigentlich da. Ah, okay. Es geht ja auch erst um Welt 1, ne? Ah, guck mal, Welt 2 gibt noch mehr Gegner. Gut, aber die war wirklich ziemlich leicht, Nella Nelke. Nicht so cool. Aber immerhin. So, jetzt gehen wir hier zum Würfel. Was hier passiert? Das Würfelhaus betreten. Das machen wir mal. Oh, da ist der Teufel. Na, war's das? Die Jungs habt den Schuldnern ja gehörig eingeheizt. Ihr könnt weiter zur nächsten Insel. Da wartet noch viel mehr Arbeit auf euch. Tintenfassinsel 2. Oh, gehen wir mal hin. Also die erste Insel war schon echt hart. Wartet, Jungs! Ein Glück, dass ich euch noch eingeholt habe. Vielleicht kenne ich einen Ausweg aus eurer Misere. Mein lieber Scholli, echt? Ihr macht euch... Bald könnt ihr es mit dem fiesen König Würfel aufnehmen. Vielleicht sogar mit dem Teufel. Mann, oh Mann, echt jetzt? Allerdings, aber ohne die Seelenverträge könnt ihr gegen den Teufel nichts ausrichten. Nur dann habt ihr eine Chance, diesen Fiesling zu besiegen. Tut das Richtige, wenn es soweit ist. Aha, was soll man mit den Verträgen machen? Sie aufessen? Verbrennen? Oder einfach zurückgeben, die Verträge? Man weiß es nicht. Okay, oh, das sieht aus wie ein Vergnügungspark. Was ist denn hier? Familie? Oh, was ist mit euch los? Ihr seid so traurig. Wer hat je von einem Barbershop-Trio gehört?
Wenn wir unser viertes Mitglied nicht finden, klingen wir nie wieder gut. Seid so lieb und gebt uns Bescheid, wenn ihr ihn seht, okay? Mache ich. So. Beppi der Clown, Karneval. Okay, es gibt ja verschiedene. Wir gucken mal, was wir machen. Pyramidengefahr. Okay. Wer ist die denn hier? Oh. Gutes Timing, Leute. Ich habe eure Flugzeuge gerade ein bisschen aufgemotzt. Jetzt könnt ihr Bomben auf eure Gegner schmeißen. Wechselt einfach die Waffen, wenn ihr Lust dazu habt. Probiert sie mal aus. Eure Flugzeuge sind jetzt mit Bomben bestückt. Ihr könnt die Waffe im Kampf jederzeit wechseln. Okay, aber wir machen jetzt kein Flugding. Wir machen was hier. Keckes Konfekt. Wir machen mal Keckes Konfekt. Also wir müssen mit irgendwas müssen wir anfangen. Und Keckes Konfekt hört sich keck an. Wie Konfekt halt klingen sollte. Keck und lecker. Lecker Eiskonfekt. Schmeckt eigentlich überhaupt nicht. Oh, da ist sie. Okay. Oh. Ei! Eieieiei. Der ist wirklich nicht easy. Oh, Mist. Okay. Okay, 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 okay. Ich hasse das Eiskonfekt jetzt schon. Okay. Wir müssen ein bisschen aus der Ferne schießen, glaube ich. Okay. Oh, kommt der da alles raus, ey, ganz im Ernst. Okay, können wir den nochmal besiegen. Komm her, du Spacko. Oh nein. So. Oh, eine fette Volkan. Okay, wir sind aber schon. Man muss ein bisschen rausfinden, wie die ticken, die Viecher, ne? Okay. Das ist schon dumm. Okay, ist er noch dummer? Muss eigentlich nur weglaufen vor ihm. Dann geht das auch. Aber sie kann man nicht treffen da drin. Den haben wir auch gekriegt. Eggman. Oh, okay. Oh Mann, Mann. Na, der ist fies. Okay, der geht bis zum Ende. Nein! Dann machen wir nochmal. Der ist scheiße. Dann müssen wir mal gucken, ob wir ihn anders kriegen können. Nein.
Vielleicht nicht passieren? Oh. Natürlich dumm, jetzt habe ich so viel Leben verloren. Dann können wir die anderen Gegner nochmal angucken und gucken, ob wir eine Taktik rausfinden bei den anderen Gegnern. Aber hier ist, glaube ich, die besser. Okay. Bei dem brauchen wir lange Schüsse. Okay, den haben wir gekillt. Okay. Den haben wir auch noch. Oh. Nein. Das wäre besser, hätte besser laufen können. Nein! Bin ich noch hingejumpt zu ihm, ich Depp. Mann, Mann, Mann. Ah, oh, der hätte man gleich weg müssen. Nein, oh, hätten wir oben drauf bleiben sollen. Na gut. Warte, das machen wir selber mal. Also, echt, man muss sich echt umgedenken gleich super schnell, bis man das drauf hat. Okay. Oh, Glück gehabt. Oh nein. Nicht Glück gehabt. Oh, doppelt scheiße. Na gut, gucken wir uns den nächsten Gegner nochmal an. Na, nein! Verdammte Axt. Das ist wie ein Comic zu spielen, irgendwie. Das ist wie so einen alten Comic zu spielen. Den finde ich scheiße. Ich gar noch keine richtige Taktik gegen den habe, aber ich glaube, der fliegt nur rum. Oh! Das ist natürlich dumm. Wir müssen natürlich in grünen Nähe bleiben. Ja, okay. Aber der ist wirklich schlecht für mich. Gut. Ja, weiter schießen. Nein. Oh nein. Das war auch wieder blöde. Okay, aber den könnte man. Warum ich. Achso, scheiße. Ah, Kack.
Kacke! Na, das war super klar gelöst. Dann machen wir gleich nochmal. Gucken, wer kommt. Ah, okay. Oh nein! Oh, das gibt's doch gar nicht. Eigentlich nicht so schwer, aber macht natürlich dumme Fehler. Wie immer. Die kleinen Viecher, die unten kommen, die nerven auch ein bisschen. Oh, okay. Den muss ich vielleicht, den muss ich schneller loswerden, weil das ist, der ist zu gefährlich für mich irgendwie. Jetzt laufe ich genau in ihn rein. Auch ganz geil, oder? So. Ich hasse den. Oh, scheiße. Ich habe den verloren. Oh. Den kann ich nicht, den kann ich aber nicht. Der weiß nicht warum. Der geht auf den Sack. Oh! Nochmal. Ich darf kein Leben verlieren. Ich darf kein Leben verlieren. Ich weiß nicht mehr, was jetzt später noch kommt, ne? Das Problem. Oh. Oh nein, Mann. Ach komm, ich mach gleich da hinten. Hat keinen Sinn. Auch weg. Jetzt kommt schon wieder gelbe Hühner da. Ja, der kommt, okay. Oh Mann, warum muss dieses blöde Viech denn da gerade kommen? Mann. Einer der leichtesten eigentlich. Da sterbe ich gleich, weil ich gesagt habe, das ist einer der leichtesten. Ah, komm, der ist wieder oben. Oh nein. Okay, weil sie geschossen hat. Aber wir haben sie aus ihrem scheiß Schloss gelockt. Das ist ja auch nicht schlecht. Versuchen wir mal. Auch nur im Leben mehr. Also ist besser mit dem Schuss. Super. Wäre schon mal gut gewesen. Einen Schuss erstmal einsetzen. Gucken, wer da kommt. Okay. Der macht nur viel Lärm um nichts, das Ding eigentlich.
Wie viel macht er mich nicht? Wenn man mal genau hinguckt. Okay. Aber der ist auch nicht schlecht dafür, ne? Oh, jetzt kommt ein. Na klar, dass er dann rauskommt, ne? Oh nein. Das war ja behindert gerade. Oh! Kommt jetzt der blöde Kopf hinterher. Na gut. Ah, nur so ein Engelin können wir hier, oder? Jetzt wird schwierig. Obwohl, vielleicht haben wir echt mal Glück ein bisschen. Oh, dann kommen noch mehr Kugeln als sonst, ne? Kommt mir leider nicht mehr. Oh. Oh nein. Oh. Yes! Ah, die Bitch! Die Bitch! Mann, Mann, Mann. Hat auch wieder gedauert, ne? Hat auch wieder gedauert. Ah, eine gute Note werde ich bestimmt nicht kommen. Davon gehe ich mal nicht aus. Danke für den brandneuen Rekord. Heieiei. Ich bin auch froh, dass wir es geschafft haben. Baroness von Bonbon haben wir bekommen. Super. Ja, Leute, danke für den schönen. Da kann ich mal reden, ey. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis dann.